Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Wir starten heute mit Karl Habsburg, mit dem werden wir heute natürlich vor allem auch über die aktuelle Situation in der Ukraine und den dortigen Krieg sprechen. Schönen guten Abend, Herr Habsburg. Grüß Gott. Herr Habsburg, Sie selber sind ja auch als Unternehmer in der Ukraine tätig, sind natürlich auch als Osteuropa-Experte, der immer wieder jetzt auch in Diskussionsrunden aufgetreten und verfolgen diesen Konflikt wahrscheinlich noch genauer als viele andere. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu diesem Krieg? Wie sehen Sie das? Ja, also ich meine, ich habe die Möglichkeit, natürlich auch innen im Land zu sehen. Ich bin ja doch jetzt einige Male schon seit Kriegsbeginn auch in der Ukraine selber unterwegs gewesen und kann mich auch mit den Leuten direkt vor Ort unterhalten. Und man sieht natürlich schon, dass dort auf der einen Seite ein bisschen eine Enttäuschung vorhanden ist, dass der Westen nicht genügend macht, weil es natürlich, wenn man in der Ukraine ist, sieht man ganz genau, dass es notwendig ist, wirklich kräftige Schritte, auch Sanktionsschritte zu ergreifen. Es ist nicht, dass jeder Mensch jetzt sofort fordert, man braucht eine Flugverbotszone oder Ähnliches. Natürlich würden das einige Leute gerne haben, aber zumindest im Sanktionsbereich sollte man wirklich ganz konsequent und bis zum ultimativen Schritt gehen, das heißt eben auch Gas und Öl tatsächlich mit Sanktionen zu belegen, weil ansonsten wird der Krieg dort nicht zu Ende kommen und es besteht dort auch das Gefühl, dass man eben sagt, der Krieg wird aus dem Westen mitfinanziert durch diese Gas- und Öllieferungen, die man weiter auf sich nimmt. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die Bevölkerung unglaublich innerlich gekräftigt ist. Sie haben gesehen die Erfolge, die sie in den letzten Wochen tatsächlich erzielen konnten oder die Niederlagen, die sie nicht erzielt haben, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Es hat ja wirklich praktisch kein Mensch erwartet, dass die Ukraine sich mit einem derartigen Widerstand diesem unglaublichen russischen Angriffswelle, dieser Kriegswelle entgegenstemmen kann und sich verteidigen kann, wie in Mariupol, wie in anderen Orten. Und natürlich momentan ist es vor allen Dingen der große Schock, wenn man gesehen hat, eben diese Massaker, diese unvorstellbaren Ermordungen von Zivilpersonen, die es eben gegeben hat. Das ist natürlich auch ein großer Schock, der überall tatsächlich auch tief bei den Menschen in der Ukraine sitzt. Sie haben gerade dieses schreckliche Massaker in Butscha angesprochen. Bilder, wo man eigentlich gedacht hat, dass es sie so zumindest auf dem europäischen Kontinent nie wieder geben wird. Was haben Sie sich gedacht, als Sie diese Bilder das erste Mal gesehen haben? Also ich war schon, muss ich sagen, wirklich geschockt. Ich habe schon alles Mögliche erwartet. Aber dass es ein derartiges Ausmaß an Brutalität annehmen würde, habe ich mir nicht erwartet. Vor allem, weil man ja davon ausgehen muss, dass Butscha nicht der letzte Ort ist, wo sowas stattfindet, sondern dass es eigentlich der Beginn ist. Es ist der Beginn des Aufrollens des Territoriums, das durch Russland besetzt war. Und man ja auch jetzt schon in anderen Orten ähnliche Massaker sieht und auch in Betracht ziehen muss, dass das kommt. Und das natürlich festigt nicht nur mich, sondern viele Leute in der Meinung, dass wir sagen müssen, in dem Krieg muss man absolut klar und deutlich bleiben und sagen, selbstverständlich, Putin ist ein Kriegsverbrecher, damit entlegitimiert er auch die russische Regierung, die ist kein normaler Verhandlungspartner mehr, sondern das ist eine kriminelle Entität geworden dadurch und auf diese Ebene muss man eben auch die Verhandlungen bringen. Sie haben es ja auch schon angesprochen, Sie waren selber öfters in der Ukraine, jetzt auch schon während dem Krieg, zuletzt, glaube ich, vor einigen Tagen. Ja. Wie sozusagen sind die Gespräche, die Sie dort mit Ukrainern sprechen? Sehen die einen Ausweg aus diesem Krieg? Sehen die Möglichkeit einer friedlichen Lösung oder nicht? Nein, das sehen sie eigentlich nicht, sondern die sagen, sie müssen den Krieg gewinnen. Das ist ganz klar. Sie sind ja auf ihrem eigenen Territorium. Es handelt sich um einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der aber auch ja in einer langen, wenn man so will, fast russischen Tradition schon steht. Das ist ja nicht das erste Mal, wenn man denkt, zurück an, ich weiß nicht was, die 30er Jahre mit dem Holodomor und ähnlichen Massakern, die in der Ukraine stattgefunden haben. Es ist den Ukrainern ganz klar, dass sie diesen Krieg de facto gewinnen müssen und dass sie Russland wieder aus dem eigenen Land heraus drängen müssen. Aber es ist ihnen auch eins klar, dass das wahrscheinlich nicht das Ende des Konflikts ist. Das Ende des Konflikts ist es entweder dann, wenn es wirklich in Russland zu einer Systemänderung kommt, wenn man sagen muss, das System Putin ist nicht etwas, mit dem man in der Zukunft normale Verhandlungen führen kann. Das ist die eine Möglichkeit. Und das Zweite, dass man eben sieht, dass das ein Krieg ist, der zwischen
Wertvorstellungen stattfindet. Das ist nicht ein Krieg, der zwischen Russland und der Ukraine stattfindet und nicht ein Krieg zwischen Putin und Biden mit einem Art kleinen europäischen Anhängsel, sondern das ist ein Krieg zwischen westlichen, demokratischen, freiheitlichen Werten auf der einen Seite und totalitären, unterdrückerischen Mitteln auf der anderen Seite. Und natürlich diese westlichen, demokratischen Mittel sind die größte Bedrohung für Wladimir Putin. Das hat er natürlich festgestellt. Und gerade mit der Ukraine, ein Land, das einen ähnlichen Hintergrund hat wie Russland, natürlich ein anderes Land ist, dass man da sieht, dass einige Jahrzehnte von freiheitlich-demokratischer Grundordnung, von Demokratie einen großen Wohlstand gebracht haben und eine sehr gute Situation für das Land gebracht haben, ist natürlich eine große Bedrohung für Russland, weil die eigene Bevölkerung das sehen kann in Russland und sagen kann, wieso haben wir das nicht? Mhm. Deswegen ist natürlich da das Interesse, dieses System zu zerstören, extrem groß. Aber das würde nicht in der Ukraine aufhören. Das würde genauso von Russland dann weitergetragen werden. Polen, baltische Staaten, mhm. Moldawien, und so weiter. Gibt es überhaupt Ihrer Meinung nach eine Chance auf Frieden mit Wladimir Putin, also solange der im Kreml sitzt? Nein, ich glaube, diese Chance gibt es nicht. Da sind wir zu weit, das ist mittlerweile zu weit gegangen. Es handelt sich bei ihm zweifellos um einen Kriegsverbrecher und mit ihm kann es in der Form einen normalen Frieden nicht geben. Jetzt wird ja immer als Lösungsvorschlag eine Neutralität der Ukraine genannt. Da wird immer wieder gesagt, nach österreichischem Vorbild, ja, so wie das ja in Österreich war. Sehen Sie das als Lösungsansatz für die Ukraine? Und vor allem, weil Sie auch mit vielen Ukrainern sprechen, sehen die Ukrainer das als Lösungsansatz? Weil das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Nein, die Ukrainer sagen natürlich, im Jahr 14 waren sie ja neutral. Also ich meine, vor einigen Jahren war ja die Ukraine de facto neutral. Und man sieht, wo sie die Neutralität hingeführt hat. Deswegen ist es natürlich so, dass man, ich glaube, gerade als Österreicher muss man auch zurückblicken und sagen, wie ist denn unsere Neutralität zustande gekommen? Damals wurde die Neutralität Österreichs gefordert durch die Sowjetunion. Und damals ist natürlich auch das Verständnis existiert, dass die Neutralität an sich eine Neutralisierung Österreichs bedeutet hätte. Und erst die amerikanische Seite hat gesagt, das ist nicht möglich. Es muss eine Neutralität nach Schweizer Vorbild geben, also eine bewaffnete Neutralität, die wir dann auch so lala auch entsprechend durchgeführt haben. Und natürlich für die Ukraine ist es ähnlich. Russland will eine Neutralisierung der Ukraine haben und nicht nur Neutralität nach österreichischem Vorbild. Also da müssten die Garantien schon gigantisch sein, aber ich sehe nicht wirklich, wie das funktioniert. Man darf eins nicht vergessen, Neutralität rät einem ja niemals ein Freund. Neutralität rät einem immer nur ein Gegner. Mhm. Interessanter Satz, den Sie da gesagt haben. Wie kann das weitergehen? Wenn Sie sagen, mit Wladimir Putin kann es keinen Frieden geben, was heißt das? Müssen wir uns da jetzt vielleicht auf einen jahrelangen Krieg sogar einstellen? Ich würde das gar nicht ausschließen. Ich glaube, was notwendig ist, ist natürlich, dass man die Ukraine entsprechend unterstützt, dass man ihnen auch Waffensysteme gibt, mit denen sie sich wirklich verteidigen können. Und ich glaube, da muss man auch einmal aufräumen mit diesem Unsinn, dass man immer von defensiven und offensiven Waffensystemen spricht. Weil die Frage ist immer, wo ist ein Waffensystem? Wenn ich mein Land verteidige mit einem Waffensystem, dann ist es defensiv. Und wenn ich ein Land angreife mit einem selben Waffensystem, ist es offensiv. Also heute ist in der Hand Russlands eine Steinschleuder eine Offensivwaffe. Und in den Händen der Ukraine wäre auch eine sehr entwickelte Anti-Schiffsrakete, die sie dringend brauchen, zweifellos eine Defensivwaffe, um dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu einem Angriff, zu einem amphibischen Angriff zum Beispiel auf Odessa kommen würde. Also hier ist es notwendig, dass wir ganz klar davon ausgehen, dass Ukraine Waffenlieferungen braucht, auch moderne westliche Waffen. Immer diese Ausrede, die man sagt, naja, das braucht wochenlanges, monatelanges Training an den Waffen und deswegen hat es gar keinen Sinn, damit anzufangen. Das ist völliger Blödsinn. Wir müssen halt jetzt damit anfangen, diese Umschulungen zu machen und die Leute auf den modernen Waffen tatsächlich zu schulen, weil wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine verteidigt auch uns. Die Ukraine verteidigt ein westlich-demokratisches Wertesystem. Und wenn die Ukraine fällt mit diesen Grundprinzipien, dann sind wir in der nächsten Reihe von den Personen, die potenziell angegriffen werden. Aber müsste man nicht angesichts dessen, was sich da derzeit in der Ukraine abspielt und wie gesagt, dieses grauenhafte Massaker da jetzt auch in Butscha, das zweifelsohne ein Kriegsverbrechen, Völkermord war, die NATO auch wirklich einmal darüber nachdenken, auch in der Ukraine vor Ort einzugreifen? Ich weiß, dass es ein sehr sensibles Thema ist im Grunde genommen. Sagen wir, de facto waffenmäßig sind ja die westlichen Staaten an und für sich vertreten in der Ukraine. Es gibt ja sehr viele Waffenlieferungen dort. Die Frage ist nur, welche Form von Waffen man liefert. Ob es jetzt die Frage ist, dass die NATO selbst persönlich groß dort einmarschiert, das verlangt ja derzeit nicht mal die Ukraine selber, dass das geschieht. Die Ukraine selber sagt, wir brauchen nur die richtigen Waffen, um uns entsprechend verteidigen zu können. Also ich glaube, das wäre erst ein weiterer Schritt, der momentan, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation noch nicht notwendig ist, wenn wir der Ukraine die notwendigen Mittel zukommen lassen, dass sie sich verteidigen können. Aber sollte man es von vornherein ausschließen, wie es ja derzeit manche Politiker tun? Ist das wirklich gescheit, strategisch auch?
Es ist halt ein Diskussionspunkt, der momentan genommen wird und den viele auf sich nehmen. Das hat angefangen mit Joe Biden, der von Anfang an gesagt hat, nein, garantiert, solange die NATO selber nicht angegriffen ist, solange wird nichts passieren. Es ist ein sehr wackeliges Thema, würde ich einmal sagen. Es ist auch immer dieses Thema wieder aufgetaucht von der Argumentationsseite Russlands, dass sie sagen, sie werden von der NATO umzingelt werden. Man muss natürlich Folgendes sagen, und wenn man einfach einen Blick auf die Landkarte hilft dort oft sehr viel. Wenn man sieht, heute eine der längsten NATO-Grenzen, die Russland tatsächlich hat, ist dieser ganz kleine Kringel um Königsberg-Kaliningrad außen herum. Wenn heute Russland die Ukraine einnehmen würde, dann wäre die NATO-Grenze ja umso größer dadurch. Also das muss man bitte auch mal ganz klar sagen. Also diese Umzingelungstheorie, die gibt es nicht. Und die NATO betreibt ja auch nicht offensiv eine Art Erweiterungspolitik. Dafür gibt es nicht einen Cent bei der NATO, sondern es gibt souveräne Staaten wie die Ukraine, die sagen, sie wollen sich einer Sicherheitsgemeinschaft anschließen. Und der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, zeigt ja auch, dass dieses Sicherheitsbedürfnis absolut gerechtfertigt ist. Und dass deswegen auch das Interesse, einer Sicherheitsgemeinschaft beizutreten, gerechtfertigt ist. Und man sieht sich auch heute mit den Meinungen, die man heute in Finnland und in Schweden, auch anderen neutralen Staaten, ähnlich wie Österreich, findet, wo es mittlerweile breite Mehrheiten für einen Beitritt zur NATO und Beitritt eben zu einer Sicherheitsgemeinschaft gibt. Das heißt aber, Sie wären dafür, dass auch Österreich der NATO beitritt? Man soll es langfristig jedenfalls nicht ausschließen. Ich glaube, dass es sicherlich sinnvoll ist. Wir haben unsere Neutralität gut genützt in Österreich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben viel mit internationalen Organisationen zusammengearbeitet. Wir sind eine gute Basis geworden für Tätigkeiten, die ein neutraler Staat ausführen kann. Aber wenn unsere Sicherheit bedroht ist, ist es sicherlich sinnvoll, sich auch einer Sicherheitsgemeinschaft anzuschließen. Wobei ich persönlich sagen würde, ich würde natürlich lieber sehen, dass die Europäische Union tatsächlich eine Sicherheitsdimension schafft und eben auch eine Außenpolitik und Sicherheitselement schafft, das die Sicherheit der Länder, Mitgliedsländer der Europäischen Union wahrnehmen kann. Aber das heißt, die Neutralität Österreichs ist Ihrer Meinung nach nicht mehr zeitgemäß? Die Neutralität Österreichs ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr wirklich zeitgemäß und wird ja auch nur immer so als Feigenblatt vorgehalten, wenn man irgendwas vertuschen möchte. Ich meine, de facto, was heißt denn die Neutralität für uns? Wir sind ganz klar, während es einen eisernen Vorhang gegeben hat, im westlichen Wertesystem gestanden. Neutral in dem Sinne waren wir immer nur, wenn man so will, militärisch oder wenn man sich für irgendwas entschuldigen wollte und was nicht machen wollte. Ansonsten hat die Neutralität keine Rolle gespielt. Apropos entschuldigen, in Deutschland hat sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dafür entschuldigt, wie man in der Vergangenheit die Kontakte zu Russland gehabt hat oder aufgebaut hat. In Österreich ist das bisher nicht passiert, wobei Österreich-Deutschland da um nichts nachsteht. Wir haben ja in den letzten Jahren die Russen hofiert, ihnen den roten Teppich ausgerollt. War das ein Fehler? Ja, ich glaube, es war einfach eine klare Fehleinschätzung von Wladimir Putin und dem System, dem russischen System, das es dort gibt. Und man darf ja nicht immer nur sagen, das ist nur Wladimir Putin, sondern man sieht ja auch heute im Krieg, dass er zweifellos im eigenen Land eine breite Unterstützung hat. Das ist ein russisches System. Ich glaube, man muss immer da auf einen Punkt hinweisen, der eigentlich für uns, glaube ich, von großer Bedeutung ist. Und das ist die Tatsache, dass es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg hat es selbstverständlich in Deutschland einen Denazifikationsprozess gegeben. Aber in einem ähnlich totalitären Land, nämlich in der Sowjetunion, hat es so einen Prozess nie gegeben. Deswegen sind natürlich viele totalitäre Meinungen, auch in der russischen Bevölkerung, werden noch als völlig normal angenommen. Man sieht das eben auch mit der Unterstützung des gegenwärtigen Krieges, den es dort tatsächlich gibt. Und deswegen müssen wir dem auch entsprechend etwas entgegensetzen. Und es wäre natürlich gut, wenn Österreich nicht immer nur versuchen würde, sich dort in der Mitte zu halten, sondern wenn es eben für das Wertesystem, für das wir einstehen, auch ganz klar Farbe erkennen würde. Jetzt habe ich gesehen eine Rede, die Ihr Vater gehalten hat, Anfang der 2000er Jahre, wo er eigentlich schon sehr eindringlich vor Wladimir Putin gewarnt hat und der Annäherung des Westens an Wladimir Putin. War das nicht absehbar, dass Wladimir Putin sich so entwickelt? Natürlich war es absehbar. Er hat es ja auch immer wieder in Reden, in Präsentationen entsprechend dargelegt, wie er Wladimir Putin einschätzt mit der Lebenserfahrung, die er gehabt hat. Hat er bereits im Jahr 2003, 2004 in verschiedenen Reden dies ganz klar gesagt und ganz klar ausgebreitet. Und er hat recht gehabt. Wie sehen Sie eigentlich die aktuelle Diskussion um einen Gasstopp? Sie haben ja schon gesagt, die Ukrainer fordern das natürlich vehement vom Westen. Es gibt einige westliche Länder, die das schon
schon machen, die baltischen Länder. Es gibt andere wie Polen, die angekündigt haben, es bis Ende des Jahres zu machen. Und es gibt Länder wie Österreich, die sagen, sie machen einmal vorerst gar nichts. Ja. Ist das nicht scheinheilig, auf der einen Seite, sage ich mal, kommunikativ permanent zu sagen, man steht hinter der Ukraine und auf der anderen Seite das Gas zu beziehen von Wladimir Putin? Ja, ich finde es absolut falsch. Man muss ganz ehrlich sagen, dass viele von den Sanktionen, die derzeit verhängt werden, eigentlich nur so kleine Maquillage, kleine Schminke ist, die man versucht, irgendwo aufzutragen. Die wirklichen Sanktionen, die wirken würden, wären natürlich die Sanktionen mit Öl und Gas. Das ist ganz klar. Und das wird auch auf Dauer notwendig sein. Das können wir uns momentan versuchen, uns auszureden, wie wir wollen. Aber das wird auf Dauer notwendig sein, wenn wir gegenüber Russland klar Farbe bekennen wollen. Dass dies bei uns Konsequenzen haben wird, ist ganz klar. Aber man muss sich vorstellen, was die Konsequenzen sein würden, wenn wir das nicht tun. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass unser Wertesystem, auch hier in Österreich, physisch angegriffen wird, dann muss ich ehrlich sagen, sind die Einschränkungen, die wir möglicherweise vornehmen müssen, indem wir solche Sanktionen verhängen, zweifellos das kleinere Übel. Jetzt argumentiert die Bundesregierung ja damit, dass so ein Gasausstieg nicht möglich wäre, weil wir einfach zu 80% bei den Gaslieferungen von Russland abhängig wären und stellt ja sogar dann in den Raum, dass wir dann teilweise im Winter die Wohnungen und Häuser nicht mehr beheizen könnten. Ist das Ihrer Meinung nach eine berechtigte Ausrede oder ist es eben nur eine Ausrede? Sie kriegen immer nur die Antwort, je nachdem, wen Sie fragen. Wenn Sie zum Beispiel in Deutschland das fragen, Deutschland ist ja genauso betroffen wie Österreich, dann sieht man auch, dass wenn Sie in Deutschland zum Beispiel die deutsche Industriellenvereinigung fragen, die sagen auch, ja, das wird zwei schwere Jahre bringen, aber es ist machbar, wenn der Wille dafür da ist. Und in Deutschland ist in vielen Bereichen der Wille dafür tatsächlich da, aber der politische Schritt ist noch nicht gesetzt und bei uns in Österreich ist das ähnlich. Wie sehen Sie denn generell die österreichische Position derzeit im Ukraine-Krieg? Ich würde mir natürlich schon immer wieder eine stärkere Position vorstellen, aber natürlich als Konsequenz der Massaker von Butscha und von möglichen Massakern, die jetzt noch aufgedeckt werden, sieht man schon, dass eine stärkere Position eingenommen wird und das ist, glaube ich, auch notwendig. In anderen Ländern wurden auch mittlerweile Diplomaten ausgewiesen, russische. Ja. In Österreich ist das noch nicht passiert. Sollten wir hier auch Schritte setzen? Ja, natürlich wäre das notwendig. Man weiß ja, wie viel Prozent der diplomatischen Vertretungen, die hier sind, tatsächlich nur dem Geheimdienst angehören und nur ähnliche Funktionen haben. Und da müsste man auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Einfach auch aus der Erkenntnis heraus, dass man sagt, wenn der sogenannte Staatschef eines Landes wie Russland tatsächlich ein Kriegsverbrecher ist, dann delegitimiert er das gesamte Land und die gesamte Regierung dort. Und da müsste man auch entsprechende Konsequenzen daraus ziehen. Um jetzt noch am Ende dieses Gesprächs noch ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wie kann das weitergehen in den nächsten Monaten, Jahren? Wie schätzen Sie das ein in der Ukraine? Ich wünschte, ich hätte eine Kristallkugel, wo ich reinschauen könnte. Ich fürchte, der Konflikt ist noch lange nicht ausgestanden. Der kann sich zweifellos noch lange hinziehen. Die Frage ist immer, inwieweit wir uns engagieren zur Unterstützung der Ukraine, um diesen Konflikt abzukürzen. Ich wünschte, ich könnte wirklich in die Kristallkugel hereinschauen. Ich glaube nicht, dass wir von Russland, wie wir es momentan sehen, viel erwarten können. Es wird notwendig sein, natürlich, dass es in Russland zu einem Regime-Change kommt. Wladimir Putin war extrem effektiv darin, jeglichen potenziellen Gegner tatsächlich auszuschalten. Ich erwähne jetzt nur eine Person, das ist Alexei Nawalny, der natürlich als Gegenspieler Putins, als Oppositionspolitiker aufgetreten ist und sofort weggesperrt wurde und jetzt einmal gerade wieder verurteilt wurde für weitere 9 oder 12 Jahre, die er irgendwo in einem Straflager, in irgendeinem Gulag verbringen muss. Also da war natürlich Wladimir Putin sehr effizient, aber es wird dazu kommen müssen, dass es zu irgendeiner System- und Einstellungsänderung in Russland kommt. Jetzt sagen eigentlich die meisten Experten, Frieden in Europa kann es nur mit Russland geben. Man Absolut wird richtig. Irgendwie mit Russland sich einigen müssen. Ja. Aber wie kann das aussehen? Ja, man muss sich natürlich mit Russland einigen und es muss dies auch langfristig mit Russland geben, aber nicht mit dem Russland des Wladimir Putin. Mhm. Das heißt, Sie hoffen auf diesen Regime-Change? Natürlich hoffe ich darauf, selbstverständlich, weil ich natürlich gerne eine fruchtbare und gute europäische Zusammenarbeit mit Russland hätte, aber nicht mit diesem Russland. Und ganz zum Schluss noch, Herr Habsburg, Sie sind ja auch glühender Europäer. Jetzt muss man schon sagen, die Europäische Union und insbesondere der Westen ist sehr geschlossen aufgetreten in den letzten Monaten hier gegenüber Russland. Hat das Ihrer Meinung nach dieser Krieg, so schrecklich er ist, aber auch vielleicht für die EU einfach den Sinn oder die Sinnhaftigkeit der EU auch noch einmal für viele verständlicher gemacht? Ich glaube mit Sicherheit, weil es hat ja auch, ich glaube, dass Wladimir Putin gespielt hat mit der Idee, dass der Einmarsch in der Ukraine sowohl die Europäische Union spalten würde, genauso wie es die NATO spalten würde. Und beides ist nicht passiert. In beiden hat man eine große Einigkeit gesehen.
Und ich hoffe halt sehr, dass auch das, was wir momentan wirklich mit einer Art grausigen Faszination beobachten, was in der Ukraine vor sich geht, dass das dazu führt, dass man im Rahmen der Europäischen Union dazu kommt, eine wirklich vernünftige Außen- und Sicherheitspolitik anzufangen, die es ja bislang im Rahmen der Europäischen Union noch nicht gibt und die Notwendigkeit sieht und dass es da eben auch wiederum zu einer stärkeren Vereinigung dieser Europäischen Union kommt. Jetzt gibt es natürlich einen ganz wesentlichen weiteren Player, das sind die USA mit Joe Biden. Wie sehen Sie die Rolle von Joe Biden und der USA in diesem Ukraine-Krieg? Sie haben es ja selber vorher angesprochen, Joe Biden ist teilweise sehr zurückhaltend in seinen Äußerungen. Würden Sie sich da auch mehr Offensive oder mehr Aktivität von Ich glaube, gerade in seinen Äußerungen ist er nicht so zurückhaltend, besonders wenn er von seinem normalen Skript weggeht und irgendwie zu seinen Soldaten spricht in Polen und dort sagt, na, ihr werdet sehen, wie tapfer die Ukrainer seid, wenn ihr wirklich dort seid. Also wenn er plötzlich frei das sagen kann, was er sagen will, dann ist er ja auch ziemlich offen in dieser Frage. Ich sage ganz ehrlich, ich danke Gott jeden Tag, dass dort nicht ein Donald Trump sitzt, sondern dass ein Joe Biden dort sitzt, muss man auch ganz klar sagen, der eine ausgewogenere Position in der ganzen Situation einnimmt, aber trotzdem die Ukraine ganz klar unterstützt. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt und dass diese Unterstützung sich auch noch entsprechend verstärkt. Herr Habsburg, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke vielmals. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Und dann ist gleich die FPÖ-Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Clubchefin Susanne Fürst bei mir zu Gast. Seit vergangenem Wochenende ist sie ja auch endgültig Favoritin als Bundespräsidentschaftskandidatin der FPÖ. Darüber werde ich mit ihr sprechen. Wir sprechen aber natürlich auch über die aktuelle Cobra-Causa rund um den Bundeskanzler. Was sagt sie dazu? Und wir sprechen über den Untersuchungsausschuss. Sie ist ja Mitglied im U-Ausschuss. Da gab es heute zwei spannende Befragungen, nämlich vom Unternehmer Sigi Wolf und ehemaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.